Alles klar? Ey, ich wollte was anstrengen, dann gleich wieder aus der Leitung raus. Hallo? Ja, hallo. Ich höre auch Hip-Hop-Pop. Mach mal den Fernseher ein bisschen leiser. Ja, warte. Ich höre gerne John Bon Jovi. Alles klar, Großer, ist in Ordnung. Ist ja nicht blöd hier. Ja, das hier, ich höre auch John Bon Jovi. Was zum Thema? Hör mal, du hast da so ein Ding auf der Zunge. Steckst du dir mal deinem schwulen Freund in den Arsch oder was? Ey, Großer, du kannst vorbeikommen, dann kann ich ihn mal reinhauen. Alles klar, auf mit Zunge. Hört doch mal auf mit Zunge Fakten, Kommentaren, ey. Ich wünsch dir was und Schiss, ey. Ey, ich mach das Telefon aus, dann könnt ihr mich mal. Ja, wir machen hier richtige Kommentare, geile Sendung oder draußen, alles klar? Geil, aber... Ernsthaft, bitte, ich bitte euch nochmal, bitte ernsthaft. Sonst zieh ich den Stecker, das ist mein Ernst. Alles klar? Ja, Hallöchen, ne? Also ich höre auch gern deutschen Hip-Hop. Ich war jetzt sogar beim Konzert gewesen am Mittwoch. Bei wem denn? Und zwar im Hip, hier Dings, im Pool, in der Waldbühne. Ey, irgendwie habt ihr alle irgendein Ding an der Waffel. Ich sagte Hip-Hop, nicht... Ist doch Hip-Hop. Ja, Pool ist bei mir nicht Hip-Hop, Hip, das ist Rock, das ist, Themaverfehlung, tschüss. Ey, Jungs, ihr müsst eine Telefonrechnung haben. Wahnsinn, ey. Was hat denn die Telekom dazu? Aber ihr wohnt zu Hause, bei Papa und Mama, oder? Zieh doch den Stecker aus, du Türke! Das ist alten Papolen. Türke! Warte. Hallo, wollte ich mal was sagen hier zur RHP, ja? Rödelheim Hartreim Projekt. Die größten Poser auf diesem Planeten. Der allerletzte Dreck. Erstmal aber wahrscheinlich der alles nur nach dir, oder? Wie bitte? Aber eigentlich alles nur nach dir, hä? Ja, ziemlich witzig. Hör zu, pass auf, und zwar Moses P. ist ja wohl der größte Idiot auf diesem Planeten. Denn diese schwule Sabrina Settler, die kann ich mal verpissen. Erstens ist er, wenn dann lesbisch, und zweitens hat der eine Million auf dem Konto und du wahrscheinlich 10 Miese auf dem Konto. Alles das klar? Ey, noch so ein Döner und ich werfe das Telefon aus dem Fenster. Sag mal, sind die alle krank oder was? Die meisten haben keine Ahnung von Musik, aber ringen sich hier auf wie die Hugenotten, echt? Ja, und das metallische Ding auf deiner Zunge sieht auch extrem gut aus. Und trotzdem ist der Moses Peter, muss ich dem Anrufer von davor zustimmen, ein ziemlicher Idiot. Und die Sabrina Settler mag ich auch nicht. Und die Japse da von den dreien ist auch furchtbar. Der müsste auch wieder zerschossen werden, die alte Mistsau. Das ist ein Deutscher und für mich kein ist der Japse. Der hat Schlitzaugen. Aber tschüss. Bist du irgendwie rassistisch? Sag mal, Jungs, habt ihr alle ein Ding an der Waffel oder was? Sag mal, sind sie nicht bei Wünsch dir was, bei, weiß ich, bei Heine oder sowas? Ey, Kommentare kommen hier. Ey, aber wenn es keine Musik gibt, du bist sofort wieder draußen. Ja, okay, ich mach mal, warte mal kurz, ja? Ja, okay. Wohn auf dem Konto, ist das das Entscheidende für Hip-Hop, wie viel Geld man auf dem Konto hat? Das Entscheidende ist, er hat Erfolg mit seiner Musik, das ist gleichzusetzen mit seinem Geld. Das ist doch nicht gleichzusetzen, Mann, du hast diesen ganzen Grundgedanken vom Hip-Hop nicht verstanden und machst eine Sendung darüber, das ist peinlich. Und ich kann dir mal raten, mach mal Sonntag den offenen Kanal an um 16 Uhr, da kommt eine Hip-Hop-Sendung, die verstanden hat, worum es geht und nicht so ein... Hör zu, erzähl mir bitte nichts über Hip-Hop und worum es da geht, Alter. Klar, ich bin wahrscheinlich länger drin als du. Du bist überhaupt nicht drin, das ist ein Penner. Alles klar, okay, ciao. Ein Dödel. Ja, aber ich will... Ja? Ja, hallo? Ja, hallo? Ich höre gerne türkische Musik, du. Na, schön. Spann dich auf den Bock, du, und fick dich in den Arsch, du! Ja, wahrscheinlich das verstanden, ich fick dich in den Arsch, du! Ja, und näher spannt, hast du verstanden? Ja, und jetzt kannst du lachen, du! Du bist wahrscheinlich so ein kleiner Verklemmter, 1,30 groß. Okay, verpiss dich, Mann, ja, okay, ist gut. Dann habt ihr Probleme zu Hause? Habt ihr keine Ehefrau? Fickt da bloß immer eure Barbie-Puppen zu Hause, oder wie? Pass in die Kommentare, bitte. Alles klar? Ja? Hier ist der Andi aus Mitte. Cool. Hallo, du siehst voll scheiße aus. Das ist deine Meinung, ich stehe dazu. Was spitzt denn du, eine schwule Sau? Ey, Jungs, ich werf gleich dieses verfuckte Telefon aus dem Fenster und wenn du so eine Fotze noch einen Kommentar ablässt, dann dreh ich hier voll ab. Betreff Hip-Hop, ich habe schon ein paar Verträge abgeschlossen mit Plattenfirmen und Künstlern.
Also wenn ihr eine Ahnung habt von Hip-Hop, dann bin ich es ja wohl hier in diesem Kreis. Und wenn auch so ein Ja, schönen Tag, Petersen am Apparat. Sagen Sie, Sie haben schon gesagt, Sie haben ein Label. Ja. Und Sie haben das so umschrieben, als wären Sie der schärfste von allen Rappern, habe ich so mitbekommen. Und Sie würden sich gut auskennen. Nee. Dann begründe mal. Ich selber rappe nicht. Ich produziere es bloß mit anderen und bringe es eben auf den Markt. Und deswegen findest du das alle toll und unterstützt, also was ich davon gehört habe, findest Röder im H3M-Projekt gut, ja? Klar, die machen ihre Kohle, darauf kommst du nur an, oder? Ach, du bist so mehr einer von den Kommerziellen, ja? Kein Underground-Mensch. Das habe ich damit nicht sagen wollen. Es ist einfach nur, von irgendwas muss man leben und von irgendwas muss man das Studio bezahlen und alles andere. Na gut, aber dein Zungenpiercing ist immer noch aus Silber und nicht aus Gold. Ja, ich habe auch nicht gesagt, dass ich Millionär bin oder sonstiges. Ich sage bloß, ich finde es gut und ich stehe dazu. Ich wollte hiermit nur sagen, also in meinem Zungenpiercing, das ist Gold, da ist schon Brilli drin und ich hatte schon mein Label, da saß du auf dem Pullertop-Kleiner, ja? Also wenn du mir was über Rap erzählen willst, dann können wir gerne mal hier eine kleine Tschüss. Ey, ich bin echt nicht hier und sucht euch eine Frau oder einen Typen oder einen Teddybär, quatscht den, aber bitte nicht nur, okay? Ciao. Ja? Also ich fand's auch eben nicht gut, was du erzählt hast von wegen, es geht nur ums Geld und so. Hauptsache, es geht um die Musik und wenn du wirklich Geld verdienen willst, dann solltest du auf den Strich gehen und dir einen Arsch ficken lassen. Und da kippst du Säure über den Arsch, ein Pavian-Arsch hast du dann. Das sieht viel geiler aus. Lach doch schon, bist du richtig geil, ihr Ey, ihr seid ja echt alle krank. Sag mal, habt ihr alle einen Psychiater oder sowas? Seid ihr irgendwie alle in Behandlung? So, jetzt mal wieder was Vernünftiges. Die Frau, die davon angerufen hat, ja? Ich frage mich, wie sie dazu überhaupt kommt, mitten, also eigentlich normalerweise gehen ja die Frauen um die Zeit in der Fabrik arbeiten. Das ist ja das Erste, was sie machen. Ich weiß ja nicht, was die überhaupt zum Telefon greift, dich, nur Person überhaupt anruft. Ne? Wir müssen ja zusammenhalten schließlich, ne? Karl geschoren, den Nacken ausrasiert, ja, so ist gut. So, der Petersen, der soll mal hier nicht so groß aufspulen und logisch, das Wichtigste auf der Welt ist Geld. Oh. Ja, hallo. Ich hab gehört, du bist nicht links. Hab ich gehört. Ich bin weder links noch rechts, ich ordne mich dann irgendwo ein. Du bist so mehr ganz, ganz rechts. Nee, ich bin weder ganz, ganz rechts, wie du an meinen Klamotten siehst, noch ganz, ganz links. Naja, ich glaube aber eher, du hast unterm Pullover ein Nazi-Shirt an. Ich habe unterm Pullover ein Nike-T-Shirt an, großer. Willst du es sehen? Ja, zeig mal. Hier, Nike. Siehst du das? Ich glaube aber, denn da drunter hast du ein Tattoo, so mit dem Haken drauf. Ja, gut, okay, ist noch. Du bist irgendwie ein bisschen linksradikal, kann es sein? Leck mich. Fotze bleiben. Ja. Du text mit euren Kommentaren. Ich steh drauf. Ich finde toll mit deiner Tätowierung. Ich hab auch ein Hakenkreuz auf dem Rücken. Finde ich geil. Ich muss immer so. Moment mal, ich hab keine Tätowierung. Alles hast du klar? Doch er sagt es, ich habe keine Tätowierung. Und geschweige Hakenkreuz. Bin ich dein Irre oder was? Jetzt enttäuscht du mich. Okay, tut mir leid, da muss ich dich enttäuschen. Dann muss ich dich jetzt wieder fertig machen. Ja, mach mich lieber fertig. Aber ich hab kein Hakenkreuz. Türkenfreund! Das ist in Ordnung, man. Mach mich lieber fertig, aber bezeichne mich nicht als rechtsradikal oder sowas. Ey, eine Glatze ist in, noch schöne Frauen. Habt ihr das immer noch nicht kapiert? Alle großen Männer der 90er hatten eine Glatze. Und seitdem ging's bergauf mit denen. Ja, ist so. Der war gut eben, der Anrufer. Also, ich habe wohl gehört, du hast dein Hakenkreuz auf der Kuppe Ey, Jungs, ihr habt echt irgendwie ein Ding in der Schüssel, kann das sein? Aber ihr seid geil drauf, ist lustig, ich meine, was soll's. Missbrauchen muss, um mich hier aufzuregen, aber der Kerl da vorne, der erzählt hat, die Frauen müssen nachmittags in der Fabrik sein, ist doch bestimmt so ein notorischer Hinterhergucker, Hinterhergrabscher, Hinterherpfeifer. Und was macht der bitte, wenn alle Frauen, und ich zähle mich wirklich zu den hübschen Frauen, nachmittags in der Fabrik sind, was macht er dann nachmittags? Seine rechte Hand missbrauchen oder was? Falls dieser Typ noch zuhört, er kann sich ja gerne nochmal melden zu dem Thema, er kann sich ja gerne mit mir treffen und versuchen mit mir zu diskutieren, ob ich denn nachmittags in die Fabrik arbeiten gehe oder nicht. Ja, weiß nicht, also der Typ, der schon... Okay, also durchatmen, ihr arbeitet echt nur Gülle. Von vorn bis hinten, das ist nur Scheißeball. Alles klar? Das liegt wahrscheinlich in der Sonne, ihr habt einen Hitzeschlag oder sowas. Ja? Ja, schönen Tag, hier an die Dame eben gerade, die da eben gerade mit dir gesprochen hat und vorhin meinen Bruder kriegt. Für Geschwister, Streit, sonstigen bin ich hier nicht zuständig, da gibt's Eheberater. Ja, aber die Lady von eben, die geht... Ey Jungs, hier gibt's ein Thema, das heißt deutscher Hip-Hop. Ja oder nein, oder besser Kommerz oder nicht Kommerz. Einfach bloß eine ganz allgemeine Meinung von euch, alles klar? Und kein blöd Gequatsche über Hakenkreuze, nackte Frauen oder okay, ja? Nee, Nachtarbeit für Frauen und Frauen in die Sag mal, irgendwie hast du ein Ding an der Waffe, kann das sein? Hast du ein Problem? Du mit deinem scheiße Quatsche? Ja? Und tschüss. Geiler Kommentar, kann man ja nicht sagen. Alles klar? Ich höre gerne die Zillertaler Türkenjäger.
Keine Rassist oder wie? Nee, und die Frau von eben, die geht nicht in die Fabrik, sondern auf den Strich. Verarmt. Du bist echt der Geilste. Sag mal, Intelligenzquotienten vom Mülleimer ist 126 ist meiner. Ja, 126, null Typen im Mülleimer. Ja, ist klar, du. Ich platz bald, ey. Sag mal, die nu. Ja? Hallo? Ja? Ich bumse deine Mutter in den Arsch. Ja, bitte. Alter, ey. Nicht auf jetzt, ja. Bleib mal ruhig. Guck mal in der Kamera und zähl bis 5 runter, innerlich. Das ist ja nun hier. Aber ich hab auch gut gelacht dabei. Du, pass auf, ich bin derjenige gewesen, mach mal den Fernseher leiser, mach mal keine Hektik hier. Ich sag schnell was zum Thema und dann sag ich nochmal schnell was anderes, ja? Ich find Hip-Hop toll. So, jetzt schnell was anderes. Die Frau, die sich da gerade. Nee, nicht auflegen. Die Frau, die da angerufen hat, ich bin auch derjenige, der gesagt hat, vorne eine Fabrik, ne? Hm? Das Problem ist dabei, dass ich jetzt ja auch so meine, wie ich das sage, ne? Oder andersrum, sage, wie ich meine. Pass auf, mein Name ist Benau, ja, kann sich gerne eine Stirn tätowieren lassen da, also an der Stirn ran. Und wir sind auch mit der Meinung der Max, ja, und der Benau, die haben nämlich die Meinung und wir sind nämlich auch bald auf Pro7 sind wir da, in so einer Call-In-Sendung, da heißt es Scheiße Manzen, Frauen an den Herd. Da kann sie mich gerne auch nochmal sehen. Also ich habe da so eine geteilte Meinung. Also wenn sie nicht arbeiten sind, sollten sie hinterm Herd stehen und mir die Füße massieren dabei. Ansonsten ist es unmöglich, wenn eine Frau um die Uhrzeit irgendwo telefoniert. Erstens, ob sie überhaupt die Rechte hat, dafür zu telefonieren, ist noch eine andere Frage. Weil schließlich sind ja telefonieren meine Hunde auch nicht. Ne? Und Frauen sind natürlich Menschen. Ja, okay, warte, ich mache einen Schussstreich. Okay, ist das in Ordnung? Ist deine Meinung? Ja, Frauen sind Menschen zweiter Klasse, meiner Meinung nach. Ja, und du bist auch ein Mensch dritter Klasse. Also, wenn ich dich infos hält, du Arsch, dann komm ich mal... Platz gleich, ihr darf doch heute nicht wahr sein, nur Bekloppte und Wahnsinnige hier. Ja? Ja, okay, warte mal, so eine kleine Musikpause, ich muss mich hier ganz klein bisschen abreagieren, sonst. Mal die Rufweiterschaltung haben, dass sie immer gleich sobald ein Gespräch beendet ist, rankommen. Die werde ich jetzt hier rausnehmen lassen. Alles klar, Martin Behler und wie ist der andere Trottel? Max. Und ist mir jetzt auch eigentlich auch egal, ihr seid zwei Spinner, euch die gehört in die Bonhoeffer, das ist alles, Nur bekloppte, wahnsinnige Triebtäter. Ja? Auf Weier sind da nur Idioten rufen an, also ich würde mal sagen, geh am besten nach Hause und wasch deine Mutti, ja? Ja, Alter, noch zum Kommentar und ich steige durchs... Ey, wir können uns treffen, Wolterstraße, ja? 19 Uhr. Ja? Was? Ja, also ich weiß nicht, was euch einfällt, euch Menschen oder euch Personen oder euch Wesen. Mensch kann man euch ja nicht nennen, ihr seid ja mehr, weiß nicht, irgendwelche abstrakten Figuren, anders kann man euch echt bezeichnen. Ihr müsst irgendwie um so ein Schüsselding haben, irgendwie so ein Ding, einen Riesenriss in der Optik. Ihr labert die ganze Zeit echt nur Müll, von vorn bis hinten. Dieses ganze Gequatsche, diese Beleidigung und sowas, aber habt ihr alle kein Hobby oder sowas? Ihr seid wahrscheinlich die ganzen 4,03 Millionen Arbeitslose, ne? Nichts zu tun und weiß ich nicht was, aber andere belästigen am Telefon, bei der Arbeit stören. Ey, wenn da wenigstens was Produktives rüberkommen würde, aber hier, da kommt echt nur Müll. Müll, Müll, Müll und nochmal Müll. Ja, jetzt bin ich sprachlos. Ihr habt mich echt sprachlos gemacht bei so einer, also... Hallo. Lea. Ey, Jungs. Aber du glaubst auch, du bist der Held, wa? Du kleiner Wichser. Da können wir da reinhauen, du Arschloch, Alter. Höhe, ne? Ja? Ja, hallo? Ja? Hallo? Ja? Ich finde dich scheiße. Ist cool. Nee, ihr seid echt die letzten Helden. Du aber, du bist der Oberheld. Ich schneid den Gewinner. Und ich krieg dich in der... Ja? Hallo? Ja? Geil, ich bin da jetzt immer durchgekommen. Ist das knallermäßig.